In der ukrainischen Stadt Charkiw ist bei Angriffen des russischen Militärs auf ein Verwaltungsgebäude mindestens eine Person getötet worden. Etwa 11 Menschen wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden verletzt. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj Russland erneut zu Gesprächen über eine Friedenslösung aufgerufen. Ich möchte, dass mich alle hören, vor allem in Moskau. Es ist an der Zeit, die territoriale Einheit und Gerechtigkeit für die Ukraine herzustellen. Ansonsten wird Russland derartige Verluste erleiden, dass es mehrere Generationen brauchen wird, um sich wieder aufzurichten. In der von russischen Truppen belagerten Stadt Mariupol haben die Kämpfe nun das Zentrum der Stadt erreicht. Rund 350.000 Zivilisten sitzen fest. Die humanitäre Lage verschlechtert sich zusehends. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums erklärte, dass mit einer Langstreckenwaffe ein Angriff auf militärische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine durchgeführt worden sei. Dadurch wurden ein Abstellplatz für ukrainische Militärflugzeuge in einer Reparaturanlage in Lviv sowie Waffendepots und Militärausrüstung in Außenbezirken zerstört. In der westukrainischen Stadt Lviv haben lokale Aktivisten 109 leere Kinderwagen auf einem Platz aufgestellt. Jeder Wagen solle dabei für ein getötetes Kind stehen. Nach ukrainischen Angaben sind seit dem Beginn der Invasion Russlands 109 Kinder im Land gestorben.